Willkommen zurück. Novak abgeschlossen. Wir gucken uns einfach mal an, wo wir jetzt hingehen. Also, Aufgaben haben wir jetzt nur noch. Da sind sie lang. Das ist die Hauptquestreihe. Und die schickt uns hier hoch. Das heißt aber, wir gucken uns jetzt mal in Helios One um. Und hier hätten wir noch den verlassenen Bruderschaftsbunker. Hier unten haben wir soweit alles gemacht. Da gibt es bestimmt auch noch einiges. Aber ich glaube, man bekommt hier irgendwo, ich zeige euch das mal, unter den Fertigkeiten, oder war das unter Extras? Ach, man kann die sich gar nicht angucken, nur wenn man am Leveln ist. Okay, weil hier sind nur meine Fertigkeiten, wie ich sie habe. Das sind diese Spezialteile. Hier. Da gibt es ja noch viel mehr. Und da gibt es auch eine, der schaltet uns hier auf der Weltkarte alle Punkte frei. Die sehen dann so aus, so ein kleines Quadrat mit einem Strich von links oben nach rechts unten und da sieht man, wo man noch nicht war. Und soweit lange wir das noch nicht sehen, ist es, finde ich, sinnlos, hier überall rumzulaufen und guck mal da, guck mal dort. Das kostet zu viel Zeit. Wir gehen jetzt erstmal nach Helios One. Also unsere Markierung. Und das zwar geht es hier hoch, aber hier kommen wir nicht raus. Hier ist ja Novak. Also gehen wir hier außen rum. Was haben wir denn eigentlich für eine Waffe? Ah. Wir nehmen die Magnum. Oh, da haben wir keine Schuss mehr. Dann muss ich mal ganz kurz gucken. Und zwar auf Status. Nein, auf... Doch, genau hier. Fertigkeiten. Energiewaffen sind wir... bisschen besser als mit Schusswaffen. Also nehmen wir eine Energiewaffe. Und zwar unsere allseits bekannte, geliebte... Tja, Machete. Klar. Hier. Laserpistole. Aber wir stecken die weg. Haben wir ja immer noch gelernt. Haben wir auch nichts vergessen. Und laufen hier mal wieder Richtung der Granny Smith-Tante hier. Weiß nicht mal genau, wie sie hieß. Ach, die ist jetzt bestimmt schlafen. Okay, hier konnten wir eh nichts machen. Wir können aber mal... Können wir bei der... Gibson's Garage? Können wir bei der verkaufen? Was heißt sie denn? Da liegt sie doch. Haben die uns jetzt was verkauft um die Uhrzeit? Sie sind also wieder... Ist mir ein Vergnügen. Ach, geht sogar. Wir haben ja diese ganzen Puppen und das ganze Zeugs. Was wir dann bei dem Fuzzi da, den wir haben umbringen lassen, gelootet haben. Was bringt das? Kritische Treffer plus 5. Keine Rüstung. Nee. Hier, Dinky-Souvenir. Alle. Und dann war es doch noch... Ja, die Hülsen, die brauchen wir alle. Wir haben es ja gesehen, an der Werkbank konnten wir da schöne Sachen machen. Leere Spritze, da gibt es bestimmt Stimpacks. Gewehr. Nee, nee, das verkaufen wir nicht, auch wenn es einen Haufen Geld gibt. Die weg. Den behalten wir auch mal. Energiewaffen effizient plus 10, das ist bestimmt auch ganz nett in manchen Situationen. Vor Kriegsgeld. Wo ist denn jetzt hier? Wir haben doch noch diese Dinosaurier. Heißen die Dino? Dino? Ich finde es so blöd, das zu sehen. Da müssen wir doch einen Haufen haben. Einen richtig dicken Haufen von diesen Teilen. Oder haben wir alle als Dings gezählt, als Souvenirs? Okay. Gucken wir mal, wie viel Stimpack haben wir noch? 16. Naja, wenn es was Billiges gibt, mal gucken. Naja, die hat gar nichts mehr. Dann, danke. Adios. Ciao. Alte Lady Gibson. Ach, schöne Mucke hier. Western-Style. Gut. Dann auf zu Helios One. Was auch immer das ist. Die hat gesagt, wir sollen uns dort mal umgucken. Da herrscht die RNK. Das kann, sind ja eigentlich Freunde von uns. Das kann ja eigentlich nicht so schlimm sein. Da gehen wir doch da mal hin. Aber ich traue dem Ganzen nicht so. Bier hat nachgelassen. Oh.
Das Bier hat nachgelassen. Helios One. Noch sieht man nichts. Das sieht mächtig aus. Ich glaube, das ist ein Riesenteil. Das habe ich euch das letzte Mal gesagt. Wir machen mit der Hauptquest weiter. Und was ist? Wir sind erstmal hier bei Helios One. Aber da können, an so einem Teil können wir ja nicht einfach vorbeilaufen, oder? Da muss man ja einfach mal reingucken. Und das ist wirklich die RNK. Das ist ein Sicherheitsbereich. Was wollen Sie hier? Ich bin Teil der RNK. Kann ich Ihnen irgendwie aushelfen? Nee. Ich sah das Gebäude aus der Entfernung und wollte es mir mal näher ansehen. Das ist doch ehrlich. Hunger habe ich nicht. Ich übernehme ja alles klar. Das sind doch meine Freunde. Oder Sie sind ein Spion der Legion, der hier eindringen will. Geben Sie mir einen guten Grund, warum ich Sie durchlassen sollte. Sehe ich aus wie ein Affe? Ja, mir fiel auf, dass dieser Latum nicht viel Sonnenlicht einfängt. Da könnte ich helfen. Mhm. Nee, Sprache sind wir noch nicht so gut. Wir müssten uns mal merken, ich glaube, das hier heißt Sprache 30 benötigt man, damit die Lüge funktioniert. Ich muss mal gucken, wie das geht. Nein, das ist auch ein bisschen dreist. Das hier. Kein Bedarf. Daran arbeitet bereits ein Experte. Andererseits ist unser Experte ein Trottel. Er könnte ebenso gut ein Saboteur sein. Mehr Schaden können Sie wohl auch nicht anrichten. Na dann? Lassen Sie sich von ihm die Einzelheiten erklären. Sie finden ihn im hinteren Teil des Gebäudes. Sie werden ihn erkennen, wenn Sie ihn sehen. Zack, er nimmt seine rein. Sonnenbrille nie ab. Auch nicht, wenn er schläft. So ein Trottel. Das war ja schnell. Das ist auch dreist. Das heißt, wir hintergehen die so ein bisschen. Oder wir sagen, ihr könnt nix. Wir fragen mal, sagt die bestimmt sowas wie, ja, wir haben nicht genug Leute, wir sind die Besten. Sie haben recht. Aber da es nicht viel Strom erzeugt, haben unsere Gegner kein großes Interesse daran. Nicht so viel wie am Hoover-Staudamm. Wir hatten hier eine Streitmacht, bis die stählerne Bruderschaft vertrieben war. Dann wurden die Truppen wie alle anderen auch zum Damm geschickt. Caesar schickt immer mal wieder kleine Einheiten vorbei, um Schwächen zu suchen. Wenn er das Kraftwerk wirklich wollte, wären wir längst tot. Caesar. Warum war die stählerne Bruderschaft hier? Wenn ich das nur wüsste. Sie haben aber gekämpft wie die Löwen. Wir waren in der Überzahl, sicher mit 20-1. Sie hielten durch, solange sie konnten und verloren den Großteil ihrer Leute, bevor sie flohen. Und wir bekamen ein kleines Abschiedsgeschenk. Sie haben das Kraftwerk teilweise genutzt, aber alles abgeschaltet und ein altes Sicherheitssystem aktiviert, sodass es für uns nutzlos ist. Wichser! Oh, Wichser. Er ist dasselbe. Das frage ich mich ständig. Aber Strom ist hier sehr wertvoll. Damit hat man die Gegend besser unter Kontrolle als mit Soldaten. Verdammt, wenn wir den Damm an die Legion verlieren, könnte dieses kleine Kraftwerk unsere letzte Bastion sein. Nee, verliert den Damm nicht an die Legion. Dafür sorge ich schon. Bis später. Tschüss. Kann der was? So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Ja, laberababer. Kampflos geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Ja, dann gehen wir mal rein. Ich glaube, hier außenrum ist jetzt hier nicht mehr so viel. Können wir auch später noch ein bisschen erforschen. Wir wollen jetzt erstmal hier rein. Mhm. Wahrscheinlich ist hier wieder alles nicht für mich gedacht. Ah, ein Terminal kann ich direkt mal aktivieren. Sehr schön. Willkommen bei Poseidonet. Archimedes Testlauf. Am Dienstag, den 16. Februar um 14 Uhr werden Techniker Archimedes auf seine Anschlussmöglichkeit an unser Firmensicherheitssystem prüfen. Angestellte haben das Firmenaußengelände unter keinen Umständen zu betreten, bevor die Sirene abgeschaltet und die Freigabe erteilt wird. Der Firma liegen vor allem Mitarbeitern Schadensverzichtserklärungen bei Verlust von Gliedmaßen und Unfalltod vor. Für etwaige Vorfälle während der Tests wird also keinerlei Haftung übernommen. Für alle Techniker werden die Tests vom Turm aus beobachtet. Die Tests vom Turm aus beobachten, besteht Schutzbrillenpflicht. Mhm. Ergebnisse wahrscheinlich von diesem Testlauf. Der erste Test von Archimedes war ein Erfolg, aber kein uneingeschränkter. Mehrere kleine Systeme wurden trotz aller Vorkehrungen überlastet. Die 2,5 Minuten Ausfallzeit, die den Test folgten, sind ein Punkt, an dem wir arbeiten müssen. Was wichtiger ist, wir erhielten Berichte
von Einrichtungen in der Nähe, bei denen zum Zeitpunkt des Tests systemschädigende Spannungsschwankungen auftraten. Besonders betroffen waren die Sendeanlage Black Montana und die Militärbunker in Hidden Valley. Beim nächsten Mal werden wir einen Schwerpunkt auf die Vermeidung solcher Kollateralschäden setzen. Vorstehender Besuch, wer kommt denn hier rein? Brigand Scott Löwe, der spielt bei Kaiserslautern. Kleiner Joke. Von der US Army wird nächsten Montag in die Anlage eintreffen und auf unbestimmte Zeit bleiben. Wenn Archimedes gestartet wird, kann er als einziger hier dessen Nutzung für irgendetwas anderes als Tests autorisieren. Zivilangestellte sind nicht verpflichtet zu salutieren. Von der gesamten Belegschaft werden jedoch gepflegtes Auftreten, Reinlichkeit und ordentliche Kleidung erwartet, während der General bei uns ist. Der General stellt höchste Anforderungen an seine Männer und die Mitarbeiter von Poseidon sollten den Anforderungen eines so großen und hochdekorierten Soldaten ebenfalls gerecht werden. Ja, da haben die gewusst, was sie machen sollen. Kann ich es ihm sagen? Das hört sich ein bisschen privat an. Kann ich es ihm erzählen? Ein Merkblatt von Poseidon Energy für neue Mitarbeiter. Wenn man ein Mitglied der Poseidon-Familie wird, ist es ganz natürlich, dass man angesichts der unglaublichen Aufgaben, denen wir uns künftig gemeinsam widmen, großen Enthusiasmus empfindet und andere davon erzählen möchte. Doch halt, guter Mann. Nehmen wir uns eine Minute Zeit, einmal darüber nachzudenken, was geschehe, wenn Firmeninformationen in den falschen Hände gelangen und wessen Hände das sein könnten. Kann ich es meiner Frau erzählen? Nun, nehmen wir nun mal einmal an, sie tun es. Sie schärfen ihr ein, es keinem weiterzusagen. Der Bund der Ehe ist heilig. Doch die Zunge einer Frau ist das Spielzeug des Teufels. Kaum sind sie am nächsten Tag zur Arbeit gegangen, erzählt sie es am Telefon ihrer besten Freundin Candy. Candy erzählt es Gertie, Gertie Maxine, Maxine Lulu und als Lulu es Doris erzählt, hört einer als amerikanischer Telefonvermittlungsangestellte getarnte chinesische Agentin mit. Lustig. Das lassen wir jetzt nicht mehr fertig hier. Blödsinn. Also die mussten einfach die Fresse halten. Wir sollten an der Front sein. Und nicht hier am Arsch der Welt. An der Front sein. Nicht hier am Arsch der Welt. Okay, ich darf hier Sachen nehmen, das ist ja mal schön. Okay, geht's hier auch rein. Unsere Gitterzaungrenze ist nutzlos. Da könnten wir auch einen Käfig von innen verteidigen. Scheint nichts mehr zu sein. Gehen wir mal hoch, ne? Ups. Was ist denn hier? Ach. Leer. Ja, voll ausgeruht. Nur kurz geguckt, ob die Aufnahme läuft. Ein Bier. Liegt hier einfach ein Bierchen rum. Und noch eins. Da wisst ihr, was zu tun ist. Gegenstände. Hilfsmittel. Okay, und hier geht's wieder runter, toll. Jetzt hier eine lokale Karte. Boah, ist die groß. Okay. Dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Sehr schön. Ja, da sind wir doch richtig. Da sind wir doch richtig. Eine Brille. Okay.
Das ist so ein schönes Bett. Ach da, guck mal da. Hey Mann! Fantastic. Wer zum Teufel bist du? Haben sie dich geschickt, um mich zu ersetzen? Ich soll ersetzt werden, stimmt's? Ja, könnte es sein. Warum machen sie sich Sorgen darüber, ersetzt zu werden? Das ist ja die hauptsächliche Frage erstmal. Besorgt? Wirke ich auf dich etwa besorgt? Ja, schon. Ich habe alles unter Kontrolle, Mann. Niemand außer mir kann tun, was ich hier leiste. Was für einen Job haben sie denn hier? Na was wohl? Ich bin der Boss. Die ganze Operation hängt von mir ab. Kein Fantastic, kein Strom. Die RNK ist auf mich angewiesen. Geiles Gefühl. Ja, Großkotz. Was wollen sie eigentlich erreichen? Was machen sie eigentlich? Scheiße, Mann. Alles. Knöpfe drücken, Räder drehen, Zahlen lesen. Manchmal denke ich mir kleine Geschichten mit den Zahlen aus. Ja, du bist ja ein richtig geiler Elektriker. Einmal habe ich mir vorgestellt, die Zahlen seien ein Code, der in eine Vault mit lauter nackten Weibern führt. Alter, wie cool wäre das denn? Ja, das wäre der Hammer. Wie sind Sie an diesen Job gekommen, Sie Nulpe? Das war einfach, Mann. Sie gingen von Tür zu Tür und fragten, ob jemand einen Wissenschaftler kennt. Ich erklärte ihnen, dass ihre Suche ein Ende hat. Sie fragten mich, ob ich mich mit Kraftwerken auskenne. Ich sagte, dass hier keiner besser darüber Bescheid weiß. Sie fragten, wie viel ich mit theoretischer Physik am Hut habe. Ich meinte, ich hätte theoretisch schon mein Diplom. Sie sagten, willkommen an Bord. Ja, hallo. Was wollen Sie eigentlich erreichen, Sie Blödmann? Tja, sieh mal, wir haben Strom, weil Fantastic die Dinge hier regelt. Aber die Spiegel draußen sind nicht richtig eingestellt und arbeiten nur mit 1% Effizienz. Und es gibt sicher Idioten, denen das zu wenig ist. Das Problem ist, dass die meisten Dinge vom Turm aus gesteuert werden und nicht von hier aus. Und dort gibt's ein Vorkriegssicherheitssystem, das die RNK-Deppen bei der Übernahme ausgelöst haben. 2 Tote, jetzt traut sich keiner mehr hin. Sie hätten gerne, dass ich Omelette mache, aber ich kriege die Eier nicht aufgeschlagen, die sie mir dafür geben. Wenn du verstehst, was ich meine. Sie haben also keine Ahnung, was Sie hier eigentlich machen. Nein, Mann. Ich weiß genau, was ich mache. Ich weiß nur nicht, welche Konsequenzen das haben wird. Ja, so kann man es auch ausdrücken. Da drüben wird der Strom für dieses Gebäude geregelt. Die Station ist mit dem Computernetzwerk verbunden. Dieser große Knopf da macht eigenartige Geräusche. Aus dem Schlitz dort schlagen Funken, wenn du Sachen reinsteckst. Und ich lerne jeden Tag mehr. Ja. Wie würde man die Spiegel neu ausrichten? Da draußen gibt es 2 Terminals. Mit denen werden die Spiegel kontrolliert. Ich wollte damit rumspielen, aber weit bin ich nicht gekommen. Die müssten mit dem Zentralrechner im Turm verbunden werden. Der Rest lässt sich von hier aus regeln. Schätze ich mal. Aber hört sich cool an, oder? Ja, toll. Hey, du willst doch nicht wirklich dort drauf, oder? Ja, doch. Was tue ich jetzt? Okay. Wenn du beim Hauptrechner bist, tu dir selbst einen Gefallen und achte darauf, dass du den Strom dorthin leitest, wo er hin soll. Ja, da der Strom achte ich muss drauf. Zum Strip und zu McCarran. Gut. Warum sollte der Strom zum Strip und nach McCarran geleitet werden? Weil ich bezahlt werde, deshalb. Pro Kilowattstunde, was immer das auch sein mag. Die RNK will den Strom dort haben, also will ich das auch. Aber wenn du das erledigst, lege ich ein gutes Wort für dich ein. Fantastics kleiner Helfer. Auf meinen Ruf kannst du bauen. Ja, gut, dann machen wir das. Tschüss, Mr. Fantastic. Hier, das wird dir helfen. Ein Passwort für eines der Terminals draußen. War auf eine Toilettenwand gekritzelt. Okay, Passwort haben wir also. Okay, wen haben wir jetzt hier? Hallo. Ignacio Rivas. Es ist ungewöhnlich, hier ein neues Gesicht zu sehen. Sind Sie Soldat oder Wissenschaftler? Rein wissenschaftliches Interesse, oder? Dann haben wir das gemeinsam. Mit wem arbeiten Sie normalerweise zusammen? Soweit ich weiß, können Sie mich für meine Verbindung töten lassen. Zu wem gehören Sie? Ja klar, meine wahre Treue gilt nur mir selbst. Dann hoffe ich im Interesse aller, dass Sie einem würdigen Meister dienen. Bringen Sie Krieg oder Frieden? Ich versuche nicht hineingezogen zu werden.
Ah, aber das lässt sich nicht vermeiden. Sie können der Wahl nur eine begrenzte Zeit lang davonlaufen. Nehmen wir doch mal das jetzt. Sie stehen in einer Anlage mit verschollener Technologie, die teilweise sehr gefährlich ist. Wenn Sie jetzt nicht sofort umdrehen und verschwinden, werden Sie in das Leben von Menschen verwickelt, die Sie nicht einmal getroffen haben. Was sollte dieser Ort denn noch mehr sein als ein Kraftwerk? Die AMK hat mich gebeten, dabei zu helfen, den Stromausstoß. Warum sind Sie hier? Die Anhänger der Apokalypse. Ja, fragen wir das hier. Was sollte dieser Ort denn noch mehr sein als ein Kraftwerk? Ignatio. Ich bin nicht ganz sicher. Nach unseren Aufzeichnungen beschäftigte sich die Erbauerfirma nicht nur mit Energie, sondern auch mit Waffen. Und ich habe hier Ausrüstung gesehen, die mit Symbolen des Vorkriegsmilitärs gekennzeichnet war. Zielcomputer, Erschütterungssensoren. In den gesichteten Papieren taucht immer wieder ein Codewort auf. Archimedes. Das haben wir ja schon gesehen. Sie glauben, dass Archimedes eine hier gebaute Waffe ist? Ja, und die Technologie in dieser Anlage gleicht nichts, was ich je gesehen habe. Einiges erinnert an die Enklave, ist aber fortschrittlicher. Eine darauf basierende Waffe wäre eine Katastrophe, egal in welchen Händen. Kein Wunder, dass die Bruderschaft sie nicht aufgeben wollte. Die Sterne der Bruderschaft weiß von Archimedes? Sie waren nicht hier, damit ich sie fragen konnte. Und ich bezweifle, dass sie wegen Elektrizität hier war. Könnte doch sein. Als die RNK erstmals ankamen, hatte die Bruderschaft die Kontrolle. Normalerweise machen sie einen Bogen umeinander. Aber etwas hier änderte das. Das Interesse der Bruderschaft an Vorkriegstechnologie dreht sich immer um Waffen. Wahrscheinlich wollten sie Archimedes übernehmen, als die RNK kam. Könnte es sein. Die RNK hat mich gebeten, dabei zu helfen, den Stromausstoß des Kraftwerks zu verbessern. Dann würde ich mal damit anfangen. Solange der Strom dieses Kraftwerks in das Regionalnetz geht und nicht in Waffen, sind wir sicher. Wenn sie die Produktion wiederherstellen, können sie den Strom nach Belieben umleiten und niemanden stört es. Ich kann sie nicht an den Sicherheitssystemen vorbei in den Turm bringen, aber ich kann trotzdem helfen. Ich habe ein Kennwort für eines der Spiegelkontrollterminals. Das werden sie brauchen. Okay, das haben wir für beide. Und soll ich den Strom leiten? Der eine will, dass ich ihn in die Städte leite. Und was will der hier? Oh, die RNK hat sicher ihre eigenen Pläne. Aber widerstehen Sie dem Drang, den Strom nur an blühende Gemeinden zu schicken. Überall besteht großer Energiebedarf. Eine gleichmäßige Verteilung ist die rationalste und menschlichste Wahl. Gucken wir mal. Warum sollten Sie mir vertrauen? Ich bin ein Mann der Bücher. Das Sicherheitssystem in diesem Turm würde mich in Stücke reißen. Ich würde den Zentralrechner nie erreichen. Aber irgendwann wird das der RNK gelingen. Oder Caesar's Legion. Sie werden diesen Ort für den Krieg benutzen. Angesichts der Möglichkeit, dass sie etwas anderes tun, sind sie meine einzige Wahl. Das hört sich doch gut an. Warum sind sie hier? Ich wurde hergeschickt, als die RNK die Anlage übernommen hatte. Wir haben keine Aufzeichnungen, aber die Erbauer gaben Grund zur Sorge. Ich soll die Bedrohung durch diesen Ort ermitteln und alles nur Mögliche tun, um eine Wiederbelebung gefährlicher Vorkriegstechnologie zu verhindern. Die RNK ließ mich bleiben, da sie verzweifelt nach Antworten über diesen Ort sucht. Aber ich lasse sie im Dunkeln tappen. Gut. Die RNK weiß nichts von der Waffe. Das kann ich eigentlich nicht glauben. Die sind ja auch vehement hier rein. Auch nur wegen Strom? Noch nicht. Durch irgendein Wunder haben sie einen Idioten damit beauftragt, die Systeme hier zu entschlüsseln. Er hat monatelang über eine Konsole versucht, die Solarreflektoren zur Verfolgung der Sonne zu bringen. Er wusste nicht, dass diese Konsole nur für die Steuerung der Sprechanlage zuständig ist. Ich wollte es ihm sagen, aber er bestand darauf, dass die größte Konsole auch die wichtigste sein muss. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Okay. Erzählen Sie mir mehr über die Anhänger der Apokalypse. Die Menschheit hat nach dem Krieg viele Dinge verloren. Landwirtschaftliche Methoden, Überlebenstechniken. Wir haben es uns auferlegt, dieses Wissen zu sammeln und den Menschen zurückzubringen. Sprechen Sie weiter. Anderes ging nicht verloren, wurde aber in unserem Kollektivgedächtnis blockiert. Das Wissen über unser Können und wie Dinge unkontrollierbar werden. Es liegt in unserer Natur, Dinge vergessen zu wollen, die uns nachts nicht schlafen lassen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Anhänger durch das Ödland ziehen und die Leute daran erinnern. Wir leben überwiegend verstreut. Wir gehen dorthin, wo wir am dringendsten benötigt werden. Unsere größte Präsenz ist in Freeside, im Old Mormon Fort. Ansonsten weiß ich, dass Dr. Yusanagi eine Praxis in der Nähe der Kaminroten Karawane eröffnet hat.
Auch im Aerotech-Gebäude ist jemand von uns. Da waren wir überall noch nicht. Tom Anderson untersuchte die problematische Wasserversorgung in Westside. Aber das ist schon etwas her. Okay. Das taten wir eine Zeit lang. Aber unsere Ziele unterscheiden sich. Die RNK will nur Reichtum und Einfluss ausbauen. Für uns sind Territorialgrenzen bedeutungslos. Und Wohlstand muss für alle sein. Nicht nur für Bürger der RNK. Also war die Trennung vorherbestimmt. Während die RNK nach Osten drängt, räumen wir das hinterlassene Chaos auf und versuchen, Stabilität zu bringen. Okay. Tschüss. Tschüss. So, das war's dann für diese Folge. Nächste Folge schalten wir hier mal den Strom wieder ein, damit wir auch was sehen. Tschüss.